11 Jahre hat es gedauert, bis wir endlich auf den Geschmack kommen, was uns in GTA 6 erwarten könnte. Und die Erwartungen sind viel zu hoch. Noch nie wurde ein Spiel in der Geschichte so gehypt wie das von Rockstar Games. Die Macher standen ziemlich unter Druck, denn nachdem sie alle so lange haben warten lassen, mussten sie ein Spiel liefern, das alle anderen in den Schatten stellt. 2025 ist es dann soweit und die meisten kündigen jetzt schon an, dass keiner sie stören soll in dieser Zeit. 80 Millionen Klicks in nur 19 Stunden erzielt alleine ihr Trailer. Daran sieht man, wie lange die Leute wirklich gewartet haben. Auch Rapper sind da nicht anders drauf. Zum Beispiel kündigt PA Sports an, dass er kein Album in 2025 rausbringen wird, damit er sich auf das Spiel konzentrieren kann. Ali Boumaier ist wieder voll im GTA-Fieber und Loco Ben kann es kaum erwarten, endlich loszulegen mit dem Spiel. Was denkt ihr darüber? Hat der Trailer euch überzeugt oder wart ihr enttäuscht nach all den Jahren?